Wir haben heute hier in Lichtenberg eine neue Compartment-Grundschule eröffnet mit insgesamt 432 Plätzen für Grundschülerinnen und Grundschüler. Unsere Compartment-Schulen sind tatsächlich ein Novum, eine komplette Neuheit für den Berliner Schulbau. Sie zeigen, wie wir innovativ, nach vorne orientiert, vorbildlichen Unterricht für unsere Schülerinnen und Schüler anbieten können. Insgesamt werden wir in diesem Jahr noch 4200 weitere Schulplätze bauen. Das freut mich besonders. Und die Compartment-Schulen sind ein Paradebeispiel dafür, wie innovativer und zukunftsorientierter Schulbau aussehen sollte. Und damit muss sich Berlin auch international nicht verstecken, sondern besteht durchaus im Wettbewerb. Und was mich besonders freut, mit diesen Schulbauten sind wir super moderne, attraktive Arbeitgeber, weil wir einen hochattraktiven Arbeitsplatz für junge Pädagoginnen und Pädagogen anbieten. Dieses Gelände hier, auf dem dieses Schulgebäude steht, ist keine grüne Wiese gewesen und war auch kein Schulgelände, was jetzt in irgendeiner Form erweitert wurde, sondern es war tatsächlich eine Parkplatzfläche der Zulassungsstelle. Die Berliner Schulbauoffensive ist, glaube ich, eine Riesenerfolgsgeschichte, denn 2016 gab es diese Idee, 2017 ging das Ganze los und seitdem haben wir 30.000 Schulplätze nur über die Berliner Schulbauoffensive geschafft. Für die Schulentwicklung ist es sehr besonders, von den Schülerinnen her zu denken und natürlich auch von den Kompetenzen der Pädagoginnen und Pädagogen her zu denken. Und ich glaube, dass hier die besten Voraussetzungen dafür gegeben sind. Mit der baulichen Infrastruktur einer Compartment-Schule und dem besonderen Schwerpunkt des Kollegiums ist eine individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler möglich. Lichtenberg gehört zu den Top 3 Bezirken, die am schnellsten wachsen berlinweit. Das bedeutet auch, dass wir die Schulinfrastruktur ausbauen müssen. Darüber hinaus geht es auch ganz schnell voran mit der Schulbauoffensive in Lichtenberg. Wir haben den Schulstandort an der Allee der Kosmonauten. Am Breitenluch entsteht eine neue Schule. In Karlshorst am Blockdammweg entsteht eine weitere Grundschule. Das ist auch sehr wichtig, weil wir eine wohnortnahe Grundschulversorgung zur Verfügung stellen wollen und müssen. Uns geht es allen sehr, sehr gut, dass heute wirklich so ein ganz wichtiger Meilenstein für diese Schule, für die Geschichte dieser Schule erreicht wurde. Und wir fühlen uns auch ganz schön gewertschätzt, dass so viele mit uns gefeiert haben. Das zeigt ja auch, dass es vielen Menschen in der Gesellschaft wichtig ist, dass gute Schule gemacht wird. Das heißt, für uns heute ein großer Tag zum Feiern. Das Allerwichtigste ist, dass wir hier die Chance bekommen, wirklich Schule der Zukunft zu gestalten. Und für uns war es in den ersten Planungen erstmal so ein Feld, wo wir nicht genau wussten, wo bewegen wir uns eigentlich. Als wir uns nach und nach diese Räume erarbeitet haben, wir gesehen, dass all das, was wir uns als Lehrerinnen und Lehrer immer gewünscht haben, hier auch umsetzbar ist. Das bedeutet nicht, dass es keine Arbeit macht, aber es bedeutet, dass die Dinge, die wir im Kopf haben, viel leichter stattfinden können und wir auf Ressourcen zurückgreifen, die dann auch wieder zu neuen kreativen Ansätzen in der Bildung führen können.